Hallo ihr Lieben, ich bin Sandra, Gründerin von Piepfalen, Grafikerin und Illustratorin, und ich habe vor einer Weile davon gesprochen, dass ich eine Art Serie machen möchte hier auf meinem Kanal, wo es um seltene oder ausgestorbene Tiere geht. Wir malen heute ein Wisent mit Mixed Media und ich erzähle euch ein bisschen dazu. Vielleicht haben wir ja irgendwann mal die Chance und treffen ein Wisent auf sicherer Entfernung im Wald. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. So, alles ist gesagt und ich sag wie immer, los geht's! Einige Künstler sagen, man soll nicht immer mit Referenzen arbeiten. Ich sehe das etwas anders. Es kommt nämlich ganz drauf an, was wir machen wollen. Ich zum Beispiel habe noch nie ein Wisent gemalt, weshalb ich mir hier ein Referenzbild nehme. Und zwar greife ich dazu auf Pinterest zurück. Scheut euch also nicht, auch Referenzfotos zu verwenden. Very slow, boring like hell. Ja. Bis die erste Linie aufs Papier kommt, kann schon mal ein bisschen Zeit vergehen. Das liegt daran, dass ich mir erstmal Gedanken mache, wie groß wird das Wisent überhaupt und wo müssen Kopf, Hüfte und Co. sitzen, damit es das Blatt Papier gut ausfüllt und damit es auch möglichst mittig auf dem Blatt ist und nicht irgendwo unten links in der Ecke landet. Jetzt steht ja die Skizze und ich kann mein Referenzbild wegpacken, denn ich finde es schon wichtig, dass wir ein bisschen verstehen, wo Licht und Schatten sind, und daran möchte ich mich challengen, indem ich jetzt nach Gefühl und nach Erfahrung gehe und nicht mehr nach dem Referenzbild, welches ich wirklich nur eingesetzt habe, um die Form und Proportion des Wisents zu verstehen. Nehmt beim Malen immer den richtigen Pinsel. Also grundsätzlich gibt es natürlich kein richtig und kein falsch. Ihr müsst euch mit dem Pinsel wohlfühlen, aber für Flächen eignet sich so ein Detailpinsel nicht so gut, weshalb ich auf einen Flachpinsel gewechselt bin. Ihr Lieben, ich erzähle euch jetzt etwas über die Wisenter, das ist nämlich das Plural, und die stammen nicht von den Enten ab, sondern von Bisons. Und das Wisent ist der europäische Teil der Bison-Familie und die zählen zu den eigentlichen Rindern.
Und mir gefallen Wisente besonders gut, weil sie so schief gebaut sind, als wären Vorder- und Hinterteil aus zwei Tieren zusammengebaut, wo nämlich der Hinterteil eher zart und weniger muskulös ausfällt und der vordere Teil dagegen sehr kräftig und bullig ist. Und das Fell ist dort auch viel flauschiger. Ich finde sie ziemlich süß, auch wenn sie etwas größer und schwerer als die uns bekannten Kühe sind. Wisente wurden schon immer viele gejagt und ihre Population begann schon vor rund 6000 Jahren zu schrumpfen. Und 1927 wurde dann der letzte freilebende Bergwisent geschossen. Und wie so oft ist auch hier der Mensch Verursacher und gleichzeitig auch Retter. Denn Zoos und Privatpersonen haben sich seitdem immer bemüht, das Wisent vom Aussterben zu retten und ja, es auch zudem wieder auszuwildern. Hättet ihr gedacht, dass das Wisent auch in Deutschland zu Hause war und inzwischen auch wieder ist? Und zwar in freier Wildbahn? 2013 wurden nämlich 8 Wisente im Rothaargebirge ausgewildert und 6 Jahre später waren es dann schon ca. 25 Tiere. Und damit haben wir schon eine ziemlich große Herde, wenn man mal bedenkt, dass die Tiere so in Herden von 12 bis 20 Tieren leben. Und die geschlechtsreifen Bullen sind nur während der Brunftzeit mit am Start, sonst bestehen die Herden nämlich aus Kühen und Kälbern. Auswilderungsprojekte gibt es natürlich nicht nur in Deutschland, sondern zum Beispiel, um jetzt nur mal ein paar zu nennen, auch in der Slowakei, in Rumänien und sogar in der Tschernobyl-Sperrzone. Und jetzt versuche ich mich nicht zu sehr aufzuregen, aber 2017 ist ein Bulle aus Polen über die Oder zu uns nach Deutschland gewandert und zuvor war der einige Jahre in Polen unterwegs. Das sei nur mal angemerkt, ja. Und in Deutschland wurde er dann 2 Stunden nach seiner Entdeckung geschossen, weil es angeblich eine unmittelbare Gefahr für Leib und Leben gab. Und das erinnert mich doch sehr an den Bären, der 2006 über Italien kam und dann auch geschossen wurde. Und versteht mich nicht falsch, natürlich möchte ich mir nicht vorstellen, dass Menschen von einem wilden Tier angegriffen oder gar getötet werden. Und so einen Bullen möchte ich auch nicht während seiner Brunftzeit vor die Füße kommen. Wobei es eigentlich heißt, dass ein Wisent beim Zusammentreffen mit einem Menschen eher die Flucht ergreift. Aber haben wir den Tieren nicht unfassbar viel Lebensraum genommen und sollten eigentlich dankbar sein, dass wir wieder eine größere Artenvielfalt erleben dürfen, die nicht nur im Zoo gestört auf und abläuft? Also ich finde, wir sollten lieber wieder lernen, wie wir uns verhalten müssen, wenn wir im Wald oder in freier Wildbahn auf ein großes Tier treffen. Außerdem glaube ich, dass mir im Wald eher was durch einen Menschen als durch ein Tier passiert. Entschuldigt diesen Ausraster, aber ich verstehe sowas wirklich nicht. Zumal die Jäger den Kopf des Wisents als Trophäe zum Präparator gebracht haben sollen und die Tiere sind für Geld inzwischen auch wieder zur Jagd freigegeben. Klingt komisch, ist aber so. Denn es leben etwas über 3000 Wisente in freier Wildbahn und dann haben wir nochmal gut 1000 in Gefangenschaft. Ich kenne mich natürlich jetzt nicht damit aus, aber für mich als Laie klingt rund 3000 Wisente in freier Wildbahn, gemessen an dieser großen Welt, doch nach einer ziemlich kleinen Zahl und man sollte die Tiere nicht schießen, solange die nicht krank sind und leiden, oder?
ihr Lieben, das war es auch schon wieder und ich sage an dieser Stelle wie immer danke, 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 dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir das gerne mit einem Däumchen nach oben zeigen. Wenn ihr Lust auf mehr Kunstkram habt, dann schaut doch gerne mal in meine anderen Videos vorbei. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dürft ihr das sehr gerne machen. Wer dann noch auf das Glöckchen drückt, kann mich nicht mehr vergessen. Schaut doch nächste Woche Freitag wieder rein, denn da gibt es ein neues Video von mir. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Woche und ich sage ciao und bye.